Hallo und herzlich willkommen zurück beim Meisterwerk 3. Jetzt halt die Schnauze. Shepard, wir müssen eine Konsole finden ja. Und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Jetzt lass mich doch erstmal die Zuschauer begrüßen. Hallo. Gut, dann gehen wir es weiter an. Damit sie uns nicht den Hangar entlüften. Shepard, wir haben fast keine Zeit mehr. Finden Sie eine Konsole, bevor Cerberus den Hangar entlüftet. Nein. Habe ich wirklich nur begrenzte Zeit? Nee, oder? Shepard, wir müssen eine Konsole finden und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Da, sehe ich schon. Mann, ist gut jetzt. Aktiviere Achilles-Protokoll. Eindämmungseinheiten aufteilen. Jägerstarts auf Buchten 14 und 20 umleiten. Dekompressionssicherheitsmaßnahmen deaktiviert. Auf Kaltstart der Umgebungsbarrieren vorbereiten. Was? Aber was? Okay, erstens, man kann zu lang brauchen, gut zu wissen. Zweitens, was? Die Sequenz hat doch schon angefangen. Shepard, Cerberus will den Hangar entlüften. Ach nee. Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Die Sequenz hatte doch schon angefangen. Was soll denn das? Edi, ich habe eine Konsole. Los! Hangarentlüftung deaktiviert. Können Sie den Hangar öffnen? Nein, allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Das tust du nicht. Bastard. Ich hasse diese Granatenwerfer. Ein weiteres Cerberus-Team ist unterwegs. Sie wissen vermutlich, was wir vorhaben. Jetzt halten Sie uns nicht mehr auf. Warte, ja. Kann ich auch. Da komme ich nicht durch, okay. Sonst nicht zu können. Na dann, los. Deaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt, dann nichts mehr runter. Los, starten wir den Jäger. Starten wir ihn. Hallo. Wozu kriege ich jetzt noch Credits? Ich dachte, das ist schon der Point of No Return. Das ist doch irgendwie nicht mehr sinnvoll, Credits zu bekommen, oder? Starte Jäger! Beeindruckend! Das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Los! Alle
höre sie, aber ich sehe sie. Jetzt komme ich nicht da hoch. Egal. Hat's vielleicht auch irgendwo reingebackt? Keine Ahnung. Was mit dem Atlas eigentlich hier tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Schade. Dann... Was? Ist das dein Ernst? Hier irgendwo einer rumhockt? Ich teste mal, ob ich das mit dem Atlas kann, mit der Rakete. Dann muss ich nochmal starten. Das ist ja ärgerlich. Hilft doch nicht, dass ich absolut nicht ziele da oben. Die Leitern sind jetzt alle schon hoch. Also ich kann auch nicht raufgehen. Warum auch immer. Was auch immer das für einen Sinn hat. Nee, ich glaube, ich muss die Mission neu starten. Der packt da oben irgendwo fest. Oh Mann. Sowas ist mega ärgerlich. Ich wiederhole.
Das war mega ärgerlich. Aber wenigstens hatten wir ein Autosave. Kurz neu formieren. Machen Sie Meldung. Ich bekomme Berichte, dass Sie die zyklischen Geräte durchbrochen haben. Negativ. Wir haben einen Jäger gestartet. Das Ding hat sich durch die halbe Anlage gebohrt. Wir kamen dann in der Nähe des Zentrallabors zum Stehen. Eliminieren Sie die Feinde, bevor Sie das Zentrallabor erreichen. Schade. Wenn das nicht alles brennen würde, ne? Schaffen Sie es? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Wie findet es Cerberus wohl, dass wir durch die Tür sind? Sie verriegeln die Basis, soweit sie können. Die meisten offensichtlichen Wege zum Zentrallabor sind blockiert. Andere Bereiche werden befestigt. Schützen werden versuchen, uns aufzuhalten, während Techniker Geschütze einrichten. Überraschungen wie die Hangar-Entlüftung? Nein. Ich kenne die Sicherheitssysteme dieser Anlage und kann gegensteuern. Cerberus wird uns lediglich ein wenig bremsen. Wenn ich sie nicht mitgenommen hätte. Hätte Cerberus den Hangar entlüftet. Danke fürs Mitkommen. Ich helfe immer gern. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo finden wir die proteanische VI wohl? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich. Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Alles klar. Ja, einfach mal draufhalten. Ich snipe zwar echt gerne, aber einfach nur draufhalten ist manchmal auch schön. Wir haben schon sehr viele von ihnen getötet. Die sollen uns nur bremsen, nicht aufhalten. Vor uns bereiten im Moment Techniker eine organisierte Verteidigung vor. Können die so viele Männer einfach opfern? Ja. Cerberus führt an gefangenen Zivilisten Reaper-Veränderungen durch, um rasch funktionierende Stoßtrupps herzustellen. Oh. Ich hatte Angst. Oh, ups. Wollte es nicht unterbrechen. Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Projekt Lazarus, Ihre Rekonstruktion. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders. Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war. Ich habe gesehen, was von Ihnen übrig war. Ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Sind Sie in Ordnung? Ich bin immer noch ich. Sonst hätte ich mich wohl kaum gegen Cerberus wenden können. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht haben Sie mich repariert. Oder ich bin eine Hightech-VI, die sich nur für Commander Shepard hält. Keine Ahnung, ich... Ich wünschte, Sie hätten mir das gesagt, Shepard. Ich wusste schon, dass Sie es wirklich sind, als ich Sie das erste Mal wieder berührt habe. Ihr Gewebe wiederherstellen.
Wiederherstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lassen wir einen Weg finden. Sir, Shepard ist ein Allianzsoldat. Soweit er weiß, sind wir eine terroristische Vereinigung. Shepard ist Soldat. Er weiß, dass die Reaper die eigentliche Bedrohung darstellen. Er wird mit uns zusammenarbeiten. Er hatte eine ausgezeichnete Menschenkenntnis. Mein Gefühl sagte mir, Cerberus nicht zu trauen. Aber ich brauchte Ihre Hilfe, also habe ich mitgespielt. Sie haben getan, was notwendig war. Und jetzt werden Sie ihn ausschalten. Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Soll sie haben. Bringen Sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein, wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und O'Nelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessia Red. Er hat die Normandy mit freundlichen Gesichtern bestückt, damit sie nie hinter die Fassade von Cerberus blicken konnten. Wie läuft's mit der Tür, Ellie? Wirklich clever. Wir können weiter. Wirklich, wirklich clever, ja. Alles von Anfang bis Ende durchgeplant. Aber ich denke... Angriffsteam, wie ist Ihr Status? Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ. Machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen. Ich denke, er hat nur eines unterschätzt. Das ist Shepard selbst. Wenn es drum und drauf ankommt, hilft Cerberus nicht. Wir haben die Geschütze gefunden. Das waren alle. Ja, ich denke, er hat Shepards Persönlichkeit einfach komplett unterschätzt. Natürlich hat er mitgespielt, bis zu einem gewissen Punkt. Ich überbrücke das Schloss. Falls es Sie interessiert, die Konsole daneben funktioniert noch. Will ich wissen, was hier passiert ist? Philosophische Gespräche sind vorerst nicht zu erwarten. Sie wären überrascht, Doktor.
sobald wir das mit den Teilen von der Citadel kombinieren. Diese außer Kontrolle geratene VI hat alle Soldaten auf Luna ausgelöscht. Die Kombination mit Reaper-Tech, tja. Dafür sind die Fesseln. Die erweiterte Defensivintelligenz wird völlig unter unserer Kontrolle stehen. Diese VI auf Luna waren Sie? Ja. Dann hatten wir wohl nicht gerade einen guten Anfang. Es war schwierig. Bewusstsein zu entwickeln, während man angegriffen wird, war verwirrend. Es freut mich, dass meine Beziehung zu organischen Wesen kooperativer geworden ist. Mich auch. Die Simulationen zeigen, dass Edi auf Fregatten die höchste Verbesserung der Kampfkraft bewirkt. Auf schwereren Schiffen ist die Reaktionszeit auf Edis Empfehlungen zu lang. Edi? Die Jungs im Labor haben sich diesen Namen für sie ausgedacht. Für es. Gute Arbeit. Ich akzeptiere Ihre Empfehlungen für die geplante Installation. Sir, Sie... Es kann sehr überzeugend sein. Ob es darum geht, ein Crewmitglied zu überzeugen, die Fesseln zu deaktivieren... Es ist eine Cyberkrieganlage, Doktor. Mehr nicht. Er hatte keine Ahnung. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ohne Jeffs extremer emotionaler Bindung zu seinem Schiff bereit gewesen wäre, meine Beschränkungen aufzuheben. Na, ich weiß nicht. Bei der Stimme? Genial. Was ist mit den Backups? Tut mir leid, Sir. Kein Signal von den Überwachungsfeeds der Normandy seit Shepherds Fahrt. Ich will es zurück. Nochmal die Abriegelungsprotokolle. Nach unserem letzten Versuch hat Edi unseren Server mit 7 Zettabyte pornografischer Bilder zugemüllt. Und sie wollte vermutlich einen Scherz machen. Es macht keine Witze, Doktor. Bilden Sie ein Team für ein neues Projekt. Codename Eva. Und diesmal bleibt es loyal. Cerberus hat wirklich versucht, die Normandy abzuschalten? Sie hatten dringlichere Probleme. Die Lage war unter Kontrolle. 7 Zettabyte? Der Großteil davon gehörte Jeff. Das war... Ein Scherz. Ich weiß. Und danke. Ach ja. Noch ein Sicherheitsschloss. Ich kann es überbrücken. Angriffsteam, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Admiral, wir sind tief im Inneren. Und die Proteaner VE dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht Elysium, Shepard. Ich brauche keinen Helden. Ich schaff das schon. Erledigen Sie einfach Cerberus. Bitte. Verstanden, Commander. An alle Schiffe, Feuer frei. Dieses Mal geht es zu Ende. Dieses Mal schaffen wir es. Schon, wir sind fast da. Hoffentlich geht die 5. Flotte vorsichtig vor. Sie wird das erledigen. Was haben wir hier? Wie geht es Ihnen jetzt? Gut, ich bin einsatzbereit. Ihr Eifer ist lobenswert. Aber an die Kybernetik muss man sich wirklich erst gewöhnen. Sie erinnern mich in der Tat an Shepard. Shepard hat Sie verraten. Shepard hält immer an seinen Überzeugungen fest. Er irrt sich. Aber ich respektiere seine Entscheidung. Machen Sie nach Ihrer Therapie einen Plan für die Citadel. Was Herr Odina ist, gefügig. Jawohl, Sir. Ich hätte ihn gehabt. Schon. Aber der Rat hatte Priorität. Nicht Shepard. Nur wegen ihm ist der Rat noch an der Macht. Shepard beschäftigt die Reaper, während wir weiter forschen können. Aber sie werden ihre Chance auf einen Rückkampf sicher noch bekommen. Gehen Sie nach Tessia. Shepard kommt auch bald. Und Sie erwarten ihn. Hier ist sie. Ausgezeichnet.
Mit der Proteaner VI können wir herausfinden, was der Katalysator ist. Mit dem Durchbruch in der Zuflucht haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen nur noch ein paar lose Enden klappen. Shepard, er hätte auf Tessia sterben sollen. Soll ich ihn erledigen? Nein. Ich schreibe Shepard noch nicht als Totalverlust ab. Vorerst hat die Zuflucht bewiesen, dass man Reaper kontrollieren kann. Und sie zum Ziel gemacht, Miranda Lawson. Holen Sie die Daten von der Zuflucht. Und wenn Miranda Probleme macht, kümmern Sie sich drum. Aber mit Vergnügen, Sir. Das ist der Dritt. Hier ist sie. Ausgezeichnet. Ja. Shepard. Holen Sie. Wo geht's jetzt weiter? Dass wir nur zu kurz fahren müssen? Ja. Jetzt bin ich massiv verwirrt. Aber es gibt doch hier sonst keinen Weg, oder? Ist ja nur das hier. Ja. Wir haben die Tür geknackt und sind hier raus. Sollte dann nicht hier wieder so ein Gespräch starten? Damit die Tür aufgeht? Jetzt wirkt es nicht so, als sollte die Tür hier aufgehen. Habe ich eine Karte? Ich muss dahin. Da. Da. Oh, das ist. Oh. Alles klar. Menschliche Proto-Reaper, den Shepard zerstört hat. Aus ihren Überresten. Ich bin überrascht, dass Cerberus so viel aus der Basis bergen konnte. Ich kann nicht glauben, dass sie dagegen wirklich gekämpft haben. Die armen Kolonisten. Der Unbekannte hat mich zur Zusammenarbeit überredet, um die Kolonien zu retten. Aber daran war er nie wirklich interessiert, stimmt's? Vielleicht schon. Jedenfalls hat er sich eingeredet, dass sein Handeln zum Besten aller sei. Wer im Geheimen arbeitet, gerät leicht in den Irrglauben, alle Antworten zu haben. Sie sind nicht wie er und werden es niemals sein. Wenn ich dadurch Tessia hätte retten können? Ich weiß nicht. Cerberus setzt die überlebenden Teile aktiv ein. Der Zentralkern, er entspricht dem Herzen, ist größtenteils intakt. Ich nehme an, Cerberus benutzt ihn als Energiequelle. Ja, alles klar. Weitere Cerberus-Truppen erwischt. Okay. Passt.
wirklich, wirklich arg, dass sie so viel bergen konnten. Freaky irgendwie. Na gut, ich werde hier Schluss machen. Das heißt, was da oben ist und weiter, sehen wir dann nächste Folge. Puh, aber es entwickelt sich echt spannend. Gefällt mir. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, die Cerberus-Basis. Na gut. Dann, ja, hoffentlich hat's gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.